Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 28. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an. Wir haben die Länderspielpause überstanden. Es gibt nach Ewigkeit mal wieder eine Konferenz. Und ja, die Timelinks findet ihr in den Kapitelmarken. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Reinschalten. Los geht's aber erstmal mit Union gegen Köln. Den Auftakt in den 28. Spieltag machen der 1. FC Union Berlin und der 1. FC Köln. Union in den roten Trikots machte von Beginn an Betrieb. Haraguchi auf Taiwo Awoniyi, der schlägt zu. In der 7. Minute steht es 1:0 für die Eisernen. Die Elf von Steffen Baumgart musste reagieren und sie reagierte auch. Kainz, gut mit dem Pass zu Modest, der nicht im Abseits, gleiche Höhe. Das 1:1 nach 21 Minuten, toller Pass von Uth. Nicht zu halten für Andi Lute, mit diesem 1:1 ging es dann erstmal in die Pause. Springen wir in Durchgang 2, Union Berlin aber schon besser aufgelegt, hier mit den eigenen Fans im Rücken. Trimmel, Becker, wieder zu Trimmel, der legt einmal quer, da ist Grischa Prömel, der Gedanken- und handlungsschneller ist, muss dann nur noch den Fuß hinhalten und schießt Union wieder in Führung. Köln ließ sich nun auskontern, wollte das 2:2, Awoniyi schießt aber zum 3:1 ein. In der 63. Minute war es dann schon so gut wie gegessen, auch wenn Köln hier nicht so schlecht war. Union machte es eiskalt und war bissiger. Trimmel fängt den Ball ab, Becker alleine vor Schwebe, 4:1. Das Endresultat an diesem Freitagabend, sicherlich ein Tor zu hoch. Der 1. FC Köln ließ sich aber dann den Schneid abkaufen, geht hier 4:1 baden und muss die Punkte woanders holen. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Konferenz am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir haben 5 Spiele auf dem Programm, ist ja auch nicht mehr gang und gäbe. Das sind gerne mal nur 4 oder 3. Heute sind es 5. Eines davon ist dieser Abstiegskracher zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart. Die Schwaben momentan deutlich besser drauf, aber die Ostwestfalen haben den Heimvorteil. Den hat auch Hoffenheim. Und zwar gegen den VfL Bochum. Hoffenheim schwächelte zuletzt bei der 0:3-Pleite gegen die Hertha. Hat man doch ordentlich Schwäche gezeigt. Nun kommt ein auswärts schwacher VfL Bochum nach Sinsheim. Aber es ist auch ein dennoch harter Brocken, weil der VfL Bochum sicherlich Reaktion zeigen möchte nach dem abgebrochenen Spiel vor der Länderspielpause gegen Gladbach, das am Ende dann eben auch 0:2 gewertet wurde. Von Abstiegssorgen gibt's in Freiburg überhaupt nichts mehr. Nee, davon gibt's hier nichts zu sehen. Der SC Freiburg empfängt den FC Bayern München. Das ist auf dem Papier ein Topspiel. Platz 5 gegen Platz 1 natürlich. Wie immer, wenn der FC Bayern München antritt, sind die Münchner der haushohe Favorit, aber hier in Freiburg, da sind sie doch das ein oder andere Mal sogar schon gestolpert. Für Freiburg geht es eben jetzt darum, wo landet man? Zwischen Tabellenplatz 4 bis 8, 9 ist eigentlich alles möglich. Ähnlich sieht's in Frankfurt aus. Ja, naja, nicht so ganz, weil Eintracht Frankfurt tatsächlich zu Platz 4 schon 7 Punkte Rückstand hat. Das ist schon relativ kompliziert, das noch aufzuholen, aber Platz 8, Platz 9, Platz 7, da ist durchaus noch etwas Spielraum da für die Eintracht. Die konzentrieren sich jetzt sicherlich auf die Europa League, da geht es ja gegen den FC Barcelona. Zu Gast hier die Fürther und ein Spiel haben wir noch, das findet in Leverkusen statt. Wo die Hertha zu Gast ist. Und diese Hertha
Jetzt mit Felix Magath an der Seitenlinie konnte das erste Spiel nach Taifun Korkut siegreich gestalten. Bayern 04 Leverkusen gewann kurz vor dem Ende durch Doppeltorschütze Paulinho mit 2:0 in Wolfsburg. Und hier startet die Konferenz in der Bayer Arena. Die in rot-schwarz gekleideten Gastgeber im ersten Durchgang von links nach rechts und dementsprechend die Hertha in Blau-Weiß. Wird hier sicherlich erstmal aus der Defensive kommen und Standards versuchen zu nutzen, aber Leverkusen geht hier als Favorit ins Spiel. Verliert jetzt aber erstmal den Ball. Die Hertha steht erstmal kompakt, dass die ersten Eindrücke von hier wir geben nach Bielefeld. Auf der Bielefelder Alm ist es, wie eben schon angesprochen, ein Abstiegskrimi. Bielefeld ist mittlerweile auf Platz 17 abgerutscht. Der VfB Stuttgart konnte etwas klettern durch den Sieg gegen den FC Augsburg. Kann hier also erstmal aus der Defensive agieren unter dem Strich. Und da sind wir natürlich noch weit von entfernt. Würde den Stuttgart dann hier einen Punkt deutlich mehr bringen als Arminia Bielefeld. Aber man kann hier nicht von Beginn auf 0:0 spielen. Und das wird der VfB Stuttgart sicherlich auch nicht tun. Es ist eine gemächliche Anfangsphase. Bielefeld versucht etwas zu kreieren, ist dabei bislang noch etwas weniger erfolgreich, weil Masaya Okugawa jetzt auch in Abseitsstellung Tor an Sinsheim gesehen wurde. Und so ist es auch. Wir haben den ersten Treffer der Konferenz in Sinsheim. Ilas Bebu mit dem 1:0 für die TSG 1899 Hoffenheim. Die Gastgeber gehen früh in Führung gegen ein VfL Bochum, der hier bislang noch nicht so richtig auf dem Platz stand. Es ist ein schönes Tor. Danilo Suarez kommt einen Schritt zu spät. Das Loch in der Kette durchs Rausrücken von Maxim Leitsch müsste es gewesen sein. Und Tor in Leverkusen. Nutzt das aus. Jetzt fällt der nächste Treffer in Leverkusen. Bitteschön. Auch für die Gastgeber 1:0. Bayer 04 Leverkusen. Karim Bellerabi lässt sich feiern. Alario legt auf. Bellerabi taucht dann frei vor Schwolo auf und behält die Nerven. Schwolo fast noch dran. Aber eben nur fast. 1:0 hier für die Gastgeber. Wir geben nach Freiburg ins Europaparkstadion. Wo Freiburg kommt, in Rot gegen schwarz gekleidete Münchner, auch wenn hier nicht viel bei rumkommt. Abstoß für den FCB. Von Freiburg vereinzelt Spieler ja auf Länderspielreise gewesen beim FC Bayern München. Kann man ja gefühlt immer 90% der Mannschaft damit einschließen. Also aus der Perspektive ist der SC Freiburg vielleicht etwas besser vorbereitet. Der FC Bayern, er lässt es erstmal ruhig angehen. Freiburg ist die aktivere Mannschaft, investiert mehr. Ist aber bislang auch noch nicht viel bei rumgekommen. Jetzt kommt mal der FC Bayern. Lienhardt aber mit einer starken Grätsche gegen Kimmich. Demirovic macht es etwas langsam. Über links wäre Platz gewesen mit Grifo. Diese Situation ist jetzt passé. Upamecano gewinnt den Ball. Kimmich. Und jetzt nochmal schnell in die Gegenrichtung. Lewandowskis Ball auf Sané. Der ist gut. Der Ball abgefangen. Wir geben ab. Und sind das erste Mal in Frankfurt, wenn der Ball hier rollt. Gleich 20 Minuten gespielt. Eintracht Frankfurt bekommt es hier mit dem tabellenletzten Greuther Fürth zu tun. Und ja, so langsam kommen wir in die Phase, da könnte jede Niederlage für Fürth dann schon der klare Abstieg sein. Aber damit hat man sich schon lange abgefunden. Man möchte sich nochmal präsentieren. Das klappt mal besser, mal schlechter. Beim 0:0 gegen Freiburg hat die defensive Arbeit auf jeden Fall wieder gestimmt.
Nach vorne hatte man hier und da ein bisschen Pech, also Fürth hätte durchaus auch mehr Punkte schon haben können. Frankfurt ist also gewarnt und man merkt eben auch, dass das hier ein schwieriges Spiel werden könnte. Wir haben 2 Tore bislang gesehen in Leverkusen und in Hoffenheim jeweils 1-0 für die Gastgeber. Und Greuther Fürth Tor Leverkusen. Das bislang hier gut. Der nächste Treffer in Leverkusen. 2-0, Doppelpack Karim Bellarabi. Nicht unbedingt der Torjäger vom Dienst, aber wenn ihn die Hertha lässt, dann macht er auch seinen Doppelpack. Nimmt ihn einmal an mit der Innenseite, dann mit Außenriss, fast mit dem Spann, aber minimal über den Spann rutschen lassen. So dreht er sich unhaltbar oben links ins Eck für Schwolo. Und das, was die Hertha sich vor der Länderspielpause in dem Einspiel aufgebaut hatte gegen Hoffenheim, wird womöglich hier jetzt schon wieder innerhalb einer knappen halben Stunde eingerissen. Ohne, dass wir den Teufel an die Wand malen möchten. Hier ist es relativ klar bislang, ab nach Bielefeld. Die Arminia ist gut drauf. Die Arminia spielt nach vorne mit Sebastian Vasiliadis, der raus auf Okugawa. Stenzel erstmal dazwischen. Vasiliadis, Okugawa zu Alessandro Schöpf. Der darf sich drehen und darf einschießen. 34. Minute, 1-0 für Arminia Bielefeld. Und das ist verdient. Da stehen sie, die verdröppelten Stuttgarter. Gucken ein bisschen ungläubig aus der Wäsche, aber Chef darf sich drehen. Macht es ganz gut, nicht mal optimal, aber trotzdem kommen Mavropanos und Waldemar Anton den entscheidenden Schritt zu spät. Und so gehen die Arminen mit 1-0 in Front. Und das hatte sich bereits angesprochen schon durchaus abgezeichnet. Also 1-0 hier. Wir geben nach Hoffenheim. Wo die TSG seit der 10. Minute führt durch den Treffer von Ilas Bebu. Der VfL Bochum in Weiß weiterhin ohne ganz große gefährliche Aktion nach vorne. Stattdessen wieder Hoffenheim. Kaderabek. Riemann faustet den Ball aus Sicherheitsgründen erstmal raus. Wieder Kaderabek auf der rechten Seite. Dem fehlt ein wenig die Unterstützung. Versucht auch die Flanke zu gehen, aber Danilo Soares hat aufgepasst und klärt den erstmal zum Einwurf. Das 1-0 wäre für den VfL Bochum zur Pause sicherlich auch noch in Ordnung. Aber das zweite vorher kassieren, das wäre schon ein erheblicher Nackenschlag. So hat man immer noch die Möglichkeit, schnell zurückzukommen. Und wir haben noch vor der Pause einen Treffer in Frankfurt. Und der fällt für die Gäste. Branimir Hrgota mit dem 0-1. Der Gästeblock freut sich. Die Frankfurt-Fans sind etwas irritiert, wie Hrgota da so frei stehen kann. Bekommt den Ball gut serviert gegen die Laufrichtung von Kevin Trapp. Und das, was man lange Zeit Hrgota nachgesagt hat, dass das kein guter Bundesliga-Stürmer ist, in dieser Saison lässt er doch hier und da wirklich seine Kaltschnäuzigkeit an den Tag. Und wird sichtbar, dass der in der Bundesliga durchaus mithalten kann. Mal schauen, ob der in Fürth bleibt über die Saison. Tor in Bielefeld hinaus. Und wir haben nochmal ein Tor in Bielefeld. Der Ausgleich aus dem Nichts. Eben noch ein Schritt zu spät gewesen, kommt Mavropanos, der mit gefährlichste Torjäger im Aufgebot der Stuttgarter. Und da sieht Ortega gar nicht gut aus. Kommt sehr zentral. Und von seiner Handinnenfläche geht der Ball rein. Die Drehung, der Schuss an sich, das ist in Ordnung, was Mavropanos da macht. Aber den muss Ortega halten. Mit seiner Qualität ist das eigentlich einer
zum Fang. Aber es steht 1-1 und wir schauen nochmal an Freiburg vorbei. Hier haben wir ein bisschen später angefangen, deswegen läuft sie noch. Auf den anderen Plätzen geht man so langsam in die Pause. Viel dürfte es hier allerdings auch nicht raufgeben. Es gibt gar keine Nachspielzeit. Ist auch etwas sinnbildlich für dieses Spiel. Wir waren auch nicht viel in Freiburg, denn es ist sehr wenig passiert. Das kann nur ein Kompliment für den Sportclub aus Freiburg sein. Lewandowski, ein Schuss hatte er, Flecken parierte. Und das war's erstmal aus der ersten Halbzeit von der Konferenz. Wir schauen kurz auf die Halbzeitergebnisse und dann geht's auch gleich weiter. Ja, Frankfurt liegt 0:1 gegen Fürth zurück. Leverkusen führt 2:0 gegen die Hertha. Freiburg gegen Bayern 0:0. Hoffenheim gegen Bochum 1:0 und Bielefeld gegen Stuttgart 1:1. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten geht es jetzt weiter mit Halbzeit 2. Zurück in der Konferenz, zurück in Leverkusen, wo die Hertha ein 2-Tore-Rückstand aufzuholen hat. Sicherlich würde man sich hier am Ende des Tages mit einem Punkt dann auch zufriedenstellen, aber selbst das ist momentan in relativ weite Ferne gerückt, denn Leverkusen macht ein gutes, ein sehr konzentriertes Spiel und die Hertha tut sich sehr, sehr schwer im Spiel. Tor in Frankfurt! Ah, geht doch gut los. Tor in Frankfurt, bitteschön. Die eiskalte Dusche für Eintracht Frankfurt. Jamie Leveling mit dem 0:2. In der 49. Spielminute, so willst du nicht aus der Pause kommen. Frankfurt tut es aber und geht in Rückstand. In Durchgang 1, vielleicht das so ein Knackpunkt. Kurz vor dem 0:1 musste Tuta verletzt runter. Dafür ist Danny da Costa rein. Das ist kein gelernter Innenverteidiger, steht aber mit Hasebe und Ndika in der Dreierkette. Und ohne das auf Danny da Costa komplett umzumünzen, er sieht doch etwas unglücklich aus. Tor Leverkusen! In dieser Position. Deswegen steht es hier 0:2 und in Leverkusen ist wieder einer gefallen. Ist das schon die Entscheidung? Moussa Diaby mit dem 3:0. Sie gleiten wie ein Messer durch warme Butter. Und die Hertha, das werden sie nicht gerne hören, aber das wissen sie auch, sind in dieser Metapher die warme Butter. Sie werden hier, ja, einfach auseinandergenommen, können dem nach wie vor nichts entgegenhalten. Und deswegen ist hier wahrscheinlich der Tor in Frankfurt. Und wieder in Frankfurt, wir wechseln uns also ab. 1:2, Frankfurt plötzlich wieder da. Das ist meine Reaktion, nachdem man kurz nach der Pause mit 0:2 in Rückstand gerät. Kein Abseits, Griesbeck hebt es unten auf, kommt erst zu spät raus. Dann Gibril so, nickt den Ball ein. Linde etwas desorientiert, kann vielleicht auch auf der Linie stehen bleiben. Ansonsten macht den so wahrscheinlich auch anderweitig rein. 1:2, Frankfurt ist zurück. Er steht 1:1 in Bielefeld. Und da gucken wir jetzt wieder hin. Hier gibt es gerade einen Wechsel. Gonzalo Castro, ja, Ex-Stuttgarter. Sicherlich ein spezielles Spiel für ihn, zumindest in einer gewissen Hinsicht. Ortega schnappt sich den Ball nach diesem Eckball. Hat das Leder erstmal sicher in der Hand und bringt die nach vorne. Nicht wirklich. Thiago Thomas fängt ihn ab und hat viel Platz. Die Bielefelder Fans gutieren das auch mit Pfiffen. Kalajdzic wird umgehauen von Nilsson und es gibt Strafstoß. Es gibt Elfmeter für den VfB Stuttgart. Nilsson schon ungestüm, aber Kalajdzic lässt sich darauf fallen. Aber an dieser Entscheidung wird es nichts mehr zu rütteln geben. Und Borna Sosa nimmt sich der Sache an und legt ihn ganz sicher
ins Netz. 62. Minute, Partie gedreht. Der VfB Stuttgart geht erstmals an diesem Samstagnachmittag in Führung. Ärgerlich für Ortega, beim ersten Tor sah er nicht gut aus. Hier ist es immer ärgerlich, aber jemandem zu sagen, ein Elfmeter, den du halten musst, den gibt es nicht. Das ist von Sosa dann ja abgeklärt, ausgeguckt, wie auch immer, der Ball ist drin. Stuttgart führt mit 2:1 und wir geben ab nach Hoffenheim. Wo der VfL Bochum mittlerweile bemüht ist, mehr nach vorne zu tun, aber Hoffenheim ist auch ganz abgeklärt, ganz ruhig, lässt sich hier nicht beirren von etwas stärker werdenden Bochumern, kommt aber auch nicht mehr so richtig gut nach vorne. Bei Hoffenheim ist es Tor Leverkusen, das Offensivspiel, und wir haben den vierten Treffer in Leverkusen. Jetzt wird's happig, oder? Nein, es beruhigt sich etwas aus Herthaner Sicht. Vielleicht ist sogar wieder etwas Hoffnung da. 3:1. Stefan Jovetic, auch völlig frei vor Radetzky, schwach verteidigt. 3:1, geht da nochmal was? Vielleicht ja. Wir geben nach Freiburg. Wo Freiburg kommt. Und viel Platz für Grifo, der legt den Ball neu. Ja, an den Fuß von Hernandez und der trudelt rein. Ein Eigentor der unglücklichsten Art. Freiburg mit dem 1:0. Ist das unglücklich. Grifo hat viel zu viel Platz. Neuer mit der tollen Parade direkt ans Schienbein von Hernandez. Und der kommt da nicht mehr weg. Es ist hier eigentlich niemandem einen Vorwurf zu machen. Einzig und allein vielleicht dem Verteidiger, der Grifo aus den Augen verloren hat. Und da sehen wir es. Erstmal weiß auf grau. Sind jetzt mittlerweile überall Tore gefallen. Und außer in Leverkusen ist es doch überall mächtig eng. Und die Bayern kommen. Zeigen sie eine Reaktion. Kingsley Coman hält lange den Ball. Sucht die Anspielstation, findet sie aber nicht, weil Kübler das gut verteidigt. Gibt Einwurf für die Bayern, aber nochmal ein Wechsel. Haberer für Höfler. Wir wechseln auch nochmal. Und zwar nach Frankfurt. Ja, es ist knapp, es ist eng. Frankfurt will den Ausgleich, aber Fürth macht es gut und schaltet stark um. Ist hier eben auch in der deutlich besseren Position mit der 2:1 Führung etwa 20 Minuten vor dem Ende. Aber Frankfurt kommt mit Boré, stark verteidigt von Riesbeck. Und sie bleiben sogar im Ballbesitz. Tillman, das war jetzt nicht so gut. Darf für diese Aktion auch direkt runter. Wahrscheinlich nicht für diese Aktion, aber im Zuge dieser Negativaktion kommt Green für Tillman rein. Nochmal ein bisschen Frische, positionsgetreu. Etwas mehr Erfahrung mit Julian Green jetzt nochmal auf dem Platz. Frankfurt ist ganz schön aus dem Tritt gekommen. Das 0:2 konnten sie noch gut wegstecken, aber danach gegen nicht mehr viel. Jetzt haben sie eigentlich eine gute Aktion, eine Überzahlsituation. Lindström, Högel lässt durch, Kamada, das dauert zu lange, das ist zu kompliziert. Da wäre deutlich mehr drin gewesen, aber Frankfurt rollt mit dem nächsten Angriff. Lindström, Boré kommt zwar dran, aber nicht entscheidend. Er steht 10 Minuten vor dem Ende, 1:2. Kommen sie nochmal zurück, die Frankfurter und die Bielefelder. Ja, für die Bielefelder ist es hier eigentlich noch wichtiger. Und was für eine Parade von Müller gegen Masaya Okugawa. Überragend gehalten von Müller. Wir kommen genau zu dieser Situation rauf. Aber Bielefeld braucht hier
mindestens einen Punkt, sonst ist Stuttgart schon 4 davon und das wird dann immer mehr, je kürzer die Saison wird zum Ende raus. Stuttgart überlegt, hat Zeit, kann das hier runterspielen. Mamouche kommt gegen Ramos nicht durch. Führig nochmal, Ramos schmeißt sich rein, klärt zur Ecke. Die nehmen wir nicht mehr mit. Wir wechseln kurz vor dem Ende noch einmal den Spielort. Wir haben nicht sonderlich viel hier aus Hoffenheim mitbekommen, aber es ist auch ein träges Spiel. Eins, das nicht wirklich mitreißt, nicht begeistert. Hoffenheim macht nur das Mindeste, aber jetzt kommt zumindest nochmal der VfL Bochum. Polter aus der Distanz. Baumann hält ihn fest und die Sekunden, sie zerrinnen. Sie laufen den Gästen davon. Und am Ende des Tages stehen sie hier wohl mit leeren Händen da. Hoffenheim gewinnt knapp, verdient in einem unterdurchschnittlichen Bundesligaspiel mit 1:0. Anderswo läuft's aber noch. Hier in Freiburg. Die Bayern kommen nochmal. Gnabry, Müller! Flecken mit der Monsterparade in der 2. Minute der Nachspielzeit. Gut von Müller. Überragend von Marc Flecken. Und jetzt nochmal ein Wechsel für diesen Eckball. Lewandowski geht für Choupo-Moting. Das lassen wir mal so dahingestellt. Wird Nagelsmann sicherlich eine Idee bei gehabt haben. Aber das ist vermutlich eh die letzte Aktion. Kimmich. Da kommt Upamecano ran. Aber vorbei. Und das Spiel ist auch vorbei. Freiburg schafft es mal wieder. Und schlägt den FC Bayern München mit 1:0. Die anderen Ergebnisse hier im Überblick. Das ist doch durchaus überraschend. Aber über 90 Minuten war das zu wenig von den Gästen aus München. Im Topspiel gegen Leipzig kann Dortmund dann theoretisch wieder rankommen. Das war's von hier aus der Konferenz. Jetzt gibt's noch die restlichen Zusammenfassungen. Das Topspiel am Samstagabend hat den Namen durchaus verdient. Dortmund gegen Leipzig, Platz 2 gegen Platz 4. Dortmund in Schwarz-Gelb, jetzt mit Reus und mit Haaland wieder auf dem Platz. Und das zeichnete sich früh aus. 9. Minute, 1:0. Haaland mit dem Tor, Vorlage von Daniel Malen. Früher Rückschlag für RB Leipzig und die erste Hälfte, sie ging komplett an den BVB. Bellingham setzt sich durch, Reus scheitert an Gulaschi, im Nachfassen macht er ihn dann aber doch ein 2:0 für Dortmund. Ein richtig guter Auftritt der Gastgeber Leipzig, bis dahin kaum auf dem Feld. Aber Tedesco, der kennt sich aus mit Rückständen hier im Signal Iduna Park beim legendären 4:4 nach 4:0 Rückstand gegen den FC Schalke 04 war er auf Seiten der Schalker der Trainer. Hier stand es zur Pause nur 2:0 und Gregor Kobel konnte sich sogar nochmal auszeichnen kurz vor dem Seitenwechsel. Der zweite Durchgang von Dortmund etwas ruhiger geführt. Andre Linho auf Olmo und der Ball geht irgendwie rein. Die Gäste waren wieder da, 20 Minuten vor Schluss. Guter Kopfball, richtige Bogenlampe. Bellingham kann es auf der Linie nicht mehr verhindern. Dann aber dieser Leichtsinnsfehler von Orban. Dortmund kann frei aufs Tor zu laufen. Bellingham zu Haaland bekommt den Ball nochmal wieder. 3:1 in der 85. Minute und zwar zur Entscheidung. Satt getroffen mit dem linken Fuß. Gulaschi chancenlos aus kurzer Distanz. Und so endet es mit 3:1. Der BVB gewinnt das Topspiel und distanziert RB Leipzig.
Der FC Augsburg empfängt den VfL Wolfsburg 15. gegen 13. Das hat durchaus Brisanz. Augsburg nach der Niederlage gegen den VfB Stuttgart richtig in der Bredouille. Aber auch der VfL Wolfsburg ist nach der Niederlage gegen Leverkusen gefordert. Und der FC Augsburg könnte auch 2 Punkte ranrücken an die Wölfe, wenn sie hier gewinnen sollten. Und das war der Tag der Gastgeber. Der VfL Wolfsburg fand hier nicht rein. Kofeld Corona-bedingt auch nicht an der Seitenlinie. Ob sich das auswirkte? Vielleicht ja. Castells hingegen wieder zwischen den Pfosten. Perwan hatte ihn ja zuletzt vertreten. Die Länderspielpause reichte Castells aus und hier zeichnet er sich mit guten Paraden aus. Hält erstmal das 0:0 fest, aber der FC Augsburg hätte in dieser ersten Halbzeit 1:2:0 eigentlich führen müssen. Und weiterhin nur Augsburg. Iago findet Caligiuri in der Mitte. Caligiuri mal beim VfL Wolfsburg tätig gewesen, hatte dort auch keine schlechte Zeit. Hier aber zeigt er Nerven und kommt nicht an Castells vorbei. Augsburg blieb weiter dran. Gregoritsch. Und diesmal lassen es sich die Fuggerstädter nicht nehmen. 1:0. Michael Gregoritsch behält den Kopf oben. Vorbei an Kuhn Castells. Durch die Beine. Das war der entscheidende Treffer. Wolfsburg enttäuscht über 90 Minuten nach vorne. Und somit geht dieser Sieg für Augsburg vollkommen klar. Den Spieltag dürfen 2 Mittelfeldmannschaften beenden. Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05. Gladbach aber 4 Punkte hinter Mainz. Das heißt, sie könnten nicht vorbeikommen an dem ersten FSV. Aber Gladbach wollte den Heimfans was beweisen. Florian Neuhaus mit dem Führungstreffer verdient zu diesem Zeitpunkt. Die Fohlen 11 gut mit dem Ball am Fuß. Manu Kone, Traumtor zum 2:0 in der 21. Minute. Der schlägt gut ein, deswegen bekommen wir aus der Regie auch nur diese Perspektive. Aber es ist ohne Frage ein tolles Tor gewesen. Die Entscheidung war das allerdings noch nicht. Mainz wurde besser im zweiten Durchgang. Jason Lee, Onisivo zu Burkhardt. Und der fällt rein in der 65. Minute. Plötzlich waren die Gäste wieder da und Gladbach musste aufpassen. Mainz drückte nochmal, drängte auf den Ausgleich. Jason Lee nochmal. Stach. Rausgelegt. Aaron Martin, Stach. Onisivo kommt nicht durch. Nochmal Onisivo. Aber vorbei. Die letzte Chance in der 85. Minute vergeben. Und somit der knappe, aber gerechte Sieg für die Gastgeber aus Mönchengladbach. Ja, hier seht ihr die Ergebnisse und die Tabelle im Überblick. Es gab mal wieder eine Konferenz. Ich möchte es jetzt bis zum Saisonende gerne häufiger machen. Ich weiß nicht, ob ich es immer schaffe. Das war jetzt aber mal der Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und bleibt immer nett zueinander. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.